Ja, wie man sieht, ist so ein bisschen aufgeklärt. Und heute hat auch hier beim Leuchtturm alles geöffnet. Und wird auch gut besucht. Jetzt während meiner Stunde Pause, die ich hier verbracht habe am Bulli. Man hat so das Gefühl, da Richtung Osten scheint Sonne. Man erkennt es, glaube ich, auch ein bisschen. Es ist auf jeden Fall windstill. Ich brauche nicht mehr die Wintermütze. Käppi reicht. Und werde jetzt mal hier die Küste weiter entlang fahren, hinterm Leuchtturm her. Ist das nicht ein klasse Anblick? Mal sehen, ob ich bis da oben in die Spitze komme. Ich muss doch erst noch mal ans Wasser. Nützt nichts. Vielleicht finde ich ja sogar so einen Hühnergott. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Stein, der eine bestimmte Öffnung oder der wie ein Loch in der Mitte durch hat. Wenn ich einen sehe, werde ich ihn euch zeigen. Da ging hier links gerade so ein unscheinbarer Weg rein zum Klärwerk Bülk. Ob man das unbedingt als Aussichtspunkt machen sollte? Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Was ich nicht ganz so schön finde, dort ist ein schöner Strand zu sehen und dann steht ein Schild Badeverbot, Einwirkung vom Klärwerk oder Klärwasser. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber beides nicht schön. Und hier geht es jetzt richtig schön durch so ein Waldstück. Was ich wahrscheinlich schon oft gesagt habe, im Herbst auch besonders schön ist aufgrund der ganzen Farben. Was sich deutlich bemerkbar macht, sind jetzt meine 5x Bar Reifendruck. Also auf dem Untergrund war es vorher mit viel zu wenig Luft natürlich wesentlich angenehmer. Aber nützt ja nichts. Kann er nicht hier halt platt rumfahren. Oh, das sieht gut aus. Da müssen wir mal hin. Ja, oder auch nicht. Ja, hier haben wir dann den klassischen Steilküsten-Radweg. Am Rand sieht man immer schön, wie es runtergeht. Mal ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, aber Steilküste ist Steilküste. Und ein sehr ursprünglicher Wald. Hört euch einfach mal die Wellen an. So, und hier werde ich jetzt erstmal meinen Steinturm machen, was ich ja schon in dem anderen Video mal angekündigt hatte. Also, bis gleich. Und so ist er geworden. Einmal in der Rundumsicht. Ist eine andere Schwierigkeitsstufe wie sonst. Nein, Quatsch, alles gut. Aber irgendwie macht's Laune. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen in die Richtung gehen. Monty steht da, glaube ich, ganz gut. Da hier eh nirgends einer unterwegs ist.
kommt so ein kleines Schifferbötchen. Und in der Ferne hört man wieder das Hupen ab und zu von diesen größeren Schiffen. Mich fasziniert das Wasser heute auch. Das ist echt klasse. Naja, hier ist jetzt so ein ähnlicher Weg, wie es in Boltenhagen war. So oberhalb der Abbruchkante, Steilküste, auf eigene Gefahr natürlich. Aber als so gefährlich empfinde ich das hier gar nicht. Also geht es jetzt erstmal da hoch. Ja, hier ist für mich Ende des Weges. Hat sich aber definitiv gelohnt. Den Leuchtturm sieht man nicht mehr. Ist wieder im Dunst verschwunden. Hier geht jetzt ein Weg, aber der führt dann Richtung Ortschaft. Da habe ich eigentlich kein Interesse dran. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr solche Pfade seht hier, egal mit was für einem Fahrrad, Klapprad, Trekkingrad, BMX-Rad, Mountainbike, einfach reinfahren. Ihr habt nichts zu verlieren. Und meistens wird es belohnt. Zum Beispiel mit so einer Aussicht. Ja, das war mein Nachmittag, wo ich euch noch mitgenommen habe. Jetzt werde ich gleich Monty ans Auto ketten und dann einfach ein bisschen unten am Wasser herlaufen. Gucken, ob ich noch so einen Hühnergott finde oder ähnliches. Und wenn nicht, ist auch gut. Dann wird nachher noch ein bisschen gelesen, bevor es duster wird. Also, macht's gut, euer Markus und Monty.